Und willkommen zu einem weiteren Part Silent Hill. Ich benenne das Ganze jetzt nach einigen Hinweisen und Aufrufen von euch wieder um in Dark Sluxy spielt. Ganz einfach, um der Reihe nochmal diesen gewissen Akzent zu geben. Ja, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben in der bösen, in der dunklen Schule. Ich habe auch am selben Tag, wie ich die Aufnahmen davor gemacht habe, die letzten beiden Parts, nee, gar nicht, war ein Tag später, hier hatte ich ja einen Cut gemacht, hatte ich noch zwei weitere Aufnahmen gemacht, zwei weitere Videos, die mir dann leider abgeschmiert sind aufgrund von Toneinstellungen. Denn man hat mich kaum gehört, dafür den Ton umso lauter. Da hinten lauert schon der erste Gegner wieder. Von daher spiele ich das gerade nochmal nach. Okay, ich habe es jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Aber das tut ja nach wie vor nichts kund, denn ihr seid mit dabei und wenn ich das Licht ausmache, kommt das Bärchen auch nicht näher. Es ist zu dunkel, um hier die Karte zu lesen. Ja gut, wenigstens macht es etwas Sinn. Ich muss mir jetzt aber trotzdem nochmal eine Übersicht verschaffen. Okay, wir sind hier. Da geht's nicht raus. Geht's hier raus? Wow, Alter! Was geht denn hier ab? Hier ist ja ein Loch in. Wag es, dich von hinten einzuschleichen. Eine Ampulle. Also, die ist ganz wichtig, die Ampulle. Die Ampulle ist die beste Heilung. Kurz zur Information. Lindert Schmerzen und verbessert die körperliche Verfassung deutlich. Der Effekt hält eine Zeit lang an. Jetzt bin ich am Schmunzeln. Ob es nicht nur im Silent Hill 1 oder im 2er so ist, oder auch im 2er oder umgekehrt im 2er und im 1er auch, dass die Ampulle doch tatsächlich mir eine gewisse Zeit lang Unbesiegbarkeit verschafft. Ich wollte gerade sagen. Es sei denn, ich wäre durch einen One-Hit-Instant-Death-Kill umgebracht. Ah, hey. Das hier ist die besagte Tür aus dem Bild. Die gucken wir uns gleich mal näher an. Ist das eine Tür? Wenn es eine ist, dann gibt es jedenfalls kein Schlüsselloch und keinen Türknauf. Wenn ich drücke, bewegt sie sich ein bisschen, geht aber überhaupt nicht auf. Was ist das? In der Mitte der Tür ist ein horizontaler Schlitz. Wozu dient er? Harry, ich glaube, wir haben die Antwort schon im Inventar. Karte mit Bild. Karte mit Bild in den Schlitz schieben. Oh, Freunde. Ich meine, so eine Tür ist oftmals kein gutes Zeichen. Also im Sinne davon, dass hier was lauert. What the hell? Ach, sag bloß, hier war dann zu. Jo, jetzt nicht mehr. Oh nein. Wisst ihr, was das für Räume sind? Das hier sind die Toiletten. Und ich bin in der dunklen Schule. Er hat auch lange geladen, habt das gemerkt? Oh Leute, ich hasse Toiletten, ey. Wie sieht's denn hier aus? Kann ich hier rein in so eine Kabine? Nee, kann ich nicht. Jetzt der Gegner, ja. Wir müssen jetzt hier zu. Mich veräppelt. Hallo? Pistolenmunition, Pistolenmunition und eine neue Art Munition. Schrotflintenpatronen. Da hängt einer. Ja, komme ich nicht hin. Toll, wie soll ich jetzt hier wieder zurückkommen? Moment mal. Ja, ich weiß wieder, ja. Das ist
Die Mädchentoilette ist quasi ein Warp-Portal hoch in den zweiten Stock, damit man da hinten rankommt. Die Sicht ist nicht typisch. Toll. Was ist mit dir passiert? Ein hängender Körper. Warum würde jemand... Harry fragt gar nicht. Erst nach. Gratulation, die Schrotflinte. Aber hallo. Leonard Ryan. Das Monster lauert. Das Monster lauert, was soll das bedeuten? Oh, das ist kein guter Hinweis, Freunde. Das Monster lauert. Ich meine, hier lauern ja so einige Monster, aber ich denke mal, die beziehen sich jetzt auf den Boss. Wie sieht doch den... Oh nein, Mensch, Harry! Oh, verdammte Hacke! So, ich nehme jetzt mal einen Kasten. Ey, das ist sowas, das lieb ich am Harry, ne? Dass er zuerst die hinteren Ziele anvisiert, obwohl vorne die Party abgeht. Hier noch was? Ah, Munition. Alles blau da. Ja, geil. Telefone. Ich kann das Telefon nicht benutzen. Achtung, Wetten, es klingelt, wenn ich rausgehe. Eine ganz wichtige Szene, da braucht man unbedingt den Ton, Leute. So. Natürlich habe ich jetzt hier einiges liegen lassen, das heißt, ich lade meinen ersten Stand... Wieder. Nein. Ich muss nochmal einen Schnitt machen. Bis gleich. Okay, Freunde. Alles nachgeholt, was wichtig ist. Es tut mir leid, ich werde das nachher mal korrekt zusammenschneiden. Aber jetzt geht's weiter mit der Schule. Ja. Nee, okay. Jetzt muss ich mir doch nochmal... Überblick verschaffen. Jo, jetzt ist hier auch offen. Was sind da Totenköpfe oben? Nee. Es geht nur nach oben. Na toll. Hurseka. Hä? Okay, erstmal ganz hoch. Erstmal ganz hoch. Überall hängen hier die Leute. Was? Elektronisches Schloss? Auf dem Dach. Dach ist gar nicht gut. Dach ist gar nicht gut. Gar nicht gut, das Dach. Das rote Ventil sticht ins Auge. Nichts Ungewöhnliches. Toll. Blut. Da ist ein Schlüssel aufgehängt. Es ist knapp außer Reichweite. Na toll. Na wetten, jetzt kann man das Ventil öffnen. Ja. Wassermarsch. Das falsche Loch.
Na toll. Aber wir sind ja nicht doof. Denn jetzt kommt hier unser lieber Ball zum Einsatz. Gummiball verwendet. Sehr schön. Und Versuch Nummer 2. Immer schön zudrehen, Harry. Gut. Den Schlüssel müssen wir jetzt natürlich holen, ist klar. Alter. So, zweiter Stock. Erster Stock. Beziehungsweise Erdgeschoss. Der muss jetzt hier irgendwo draußen liegen. Boah, ich bin nicht gerne hier draußen. Ah, schon gefunden. Sehr gut. Gleich die erste Ecke. Klassenzimmerschlüssel. Alles klar. Boah. Gott, die Schule. Boah. Läuft hier immer wieder den Rücken runter. Ja, weg hier. Okay. Mal kurz gucken. Okay, hier ist noch alles ganz frisch. Fangen wir mit den Klassenzimmern an. Oh. Oh. Ja, rückwärts tritt Harry. Wie viele gibt's denn hier von euch? Mein Gott. Fraps an der ungünstigsten Stelle gehangen, habe ich mich erschrocken. Oh, hallo Tonikum. Fast vergessen. Das gute alte Tonikum. Ach ja, muss eh mal gucken, wie es... Na, geht noch. Was ist das denn? Ah, Munition. Möchte ich doch mal gucken. Alter, 170 Munition. Wie kommt denn so viel zusammen? Feuert mit enormer Streuung. Fast bis zu 6 Patronen und 12. Also ihr seht schon den Unterschied. Der ist sehr knapp. Geh weg. Uah. Lass doch mal los. Oh, nicht sterben. Oh, Harry, deine Zielerfassung, ne? Ist grausam. Kack drauf. Den Koffer. So, jetzt bin ich verwirrt. Okay. Freunde, ich muss mal wieder niesen. Tut mir leid. Achtung. Oh, danke. Geh weg. So, Ruhe jetzt. Hab ja 170 Schuss, von daher. Das Schloss klemmt, das ist immer gut. Was ist denn? Da hängt wieder einer. Ah, das... Ah. Boah, der sieht aber gruselig aus, als würde er jeden Moment hier rüber schießen. Schnell weiter. Ach du Kacke. Der Raum mit der Katze. In der dunklen Schule gefällt mir das gar nicht.
Nichts drinnen. Will ich mich verarschen? Oh, Alter! Oh, Scheiße. Ersatzschlüssel für Bibliothek. Was? Vornüber zusammenge... Oh Gott. Oh, kein Kack. Weißt du, da denkst du, alles ist in Ordnung, ja? Rechnest schon mit dem Schlimmsten aus dem Katzending und dann... Na, dann gehen wir doch gleich mal in den Musikraum. Hä? Jetzt habe ich zwei Schlüssel. Ach, Bibliothek, natürlich. Auch noch. Das heißt, wir müssen oben rum. Okay. Wow, wo kommt ihr denn alle wieder her? Oh, Harry, schnell. Oh Gott. Weißt du, ich renne hier durch, im festen Glauben, ich habe alle Gänge gesäubert und alle Räume. Dann kommen die aber wieder.